In diesem Video erkläre ich dir ganz einfach anhand eines Beispiels, wie du bei Produktionsprozessen deine Anzahl an Endprodukten bzw. deinen Primärbedarf ermittelst, wenn du eben die Anzahl an Zwischenprodukten bzw. den Sekundärbedarf gegeben hast. Moin Moin zusammen, heute wird es mal wieder erotisch. Wir sind bei Produktionsprozessen, Produktionsmatrizen, Materialbedarfsplanungen oder Materialbedarfsmatrizen. Alles dasselbe Blödsinn. Wie ein Konzentrograph aufgebaut ist und wie ich von dem Schlingelchen in die jeweilige Matrix runtergekommen bin. Sehr geiles, ausführliches Video unten in der Beschreibung. Auch grundsätzlich, damit du das Ganze verstehst, alles unten in der Beschreibung. Wir haben jetzt folgenden Tatbestand. Der Lehrer, der Prof, wie auch immer, haben zu dir gesagt, hey, du hast Holzbeine und Holzplatten hast du gegeben, die liegen bei dir im Lager rum. Du hast 110 Holzbeine, also Z1 im Lager und 50 Holzplatten eben von Z2 in deinem Lager rumliegen. Und der sagt nun zu dir, hey, ich möchte, dass du alles verballerst, verbrauch mir jedes kleinste Stückchen und ermittle mir dadurch meine Anzahl an Endprodukten, die ich damit bauen kann, beziehungsweise meinen Primärbedarf, so nennt es halt fancy pansy. Und nun wissen wir ja Folgendes, also wie wir aus dem Bestand diese Matrix gebildet haben. Ne? Sagt einfach nichts anderes aus, als schau her, Z1, also von den Holzbeinen, brauche ich 3 Stück, um einen Stuhl, also P1, zu produzieren. Darum diese 3. Aber ich brauche 4 Holzbeine, um einen Tisch zu produzieren. Darum die 4. Und darum sieht man hier, aha, hier sieht man einfach, wie viele von Z1 braucht das jeweilige Produkt. Die Zeile gibt an, wie viel Zwischenprodukt benötigt wird. Und die Spalte dann eben, wie viel zu dem jeweiligen Produkt. Nun, aber das ist im anderen Video sehr ausführlich erklärt. Wissen wir immer Folgendes. Wenn ich eine Produktionsmatrix, die sowas widerspiegelt, wie viele für was benötigt wird, wie viele von Z2 für P1 zum Beispiel 1 benötigt wird, oder eben 2 Stück für P2, darum auch das hier, dann, wenn ich diese Matrix mit dem Anzahlvektor an Primärbedarf, also an Endprodukten, multipliziere, dann kriege ich immer die Anzahl, das, was in der Zeile steht. Also in dem Beispiel hier, zu Deutsch gesagt, nehme ich die Produktionsmatrix vom Zwischenprodukt zum Endprodukt, die hier ist, und multipliziere die mal meine Anzahl an Endprodukten, die ich möchte, dann kriege ich raus, wie viele Rohstoffe brauche ich denn, um diese Anzahl an Endprodukten zu kriegen. Da habe ich ein sehr geiles Beispielvideo auch unten in der Beschreibung. Das solltest du bitte zuerst gesehen haben. Und nun drehen wir das Ganze um und sagen, hey, du kleine Schlingel, du bist dir gegeben, also diese Produktionsmatrix hier, aber auch, ich weiß, wie viele Rohstoffe ich im Lager habe. Das hast du hier. Und nun frage ich mich einfach, hey, wie viele Anzahl an Endprodukten kriege ich dadurch raus? Und das ist jetzt die Mission. Es gibt 2 Möglichkeiten jetzt für dich. Wir machen aber die einfache, finde ich persönlich. Die eine Variante wäre, ich würde jetzt halt einfach hiervon die Inverse bilden von ZP. Ich schreibe sie mir kurz hier hin. Also eine Variante wäre, ich mache P, ne, der Vektor hier, 2 Kreuz 1, also das, was ich suche, ist gleich, indem ich einfach mein ZP-Matrix, die 2 Kreuz 2, also die hier, aber davon die inverse Bilder, habe ich sehr auch geile Videos auf meinem Kanal, wo ich das sauber erkläre. Und das multipliziere ich eben mal diesen Vektor hier, den Z2 Kreuz 1. Und dadurch könnte ich auch das Ganze herauskriegen. Das ist eben mit der Inverse die Variante. Der Punkt ist der, möchte ich jetzt nicht. Und es gibt auch einen einfacheren Trick. Das ist also inverse, sondern ich möchte jetzt halt einfach Folgendes machen. So kannst du es dir auch immer merken. Ich schreibe mir jetzt halt sauber diese Matrix hier ab. 3, 4, 1, 2. Mach den Strich hier, weil ich jetzt ins Gauss-Verfahren übergehe. Auch Gauss-Verfahren, sehr geiles Video unten in der Beschreibung. Und dann setze ich das gleich, also hinter den Strich kommt mein Vektor. 110. Und 50. Sehr schön. Ich habe das jetzt einfach schon direkt gleichgesetzt. Ich habe das sozusagen jetzt schon eingesetzt. Und nun weiß ich ja vom Gauss-Verfahren her, alles was in der Spalte ist, repräsentiert jetzt P1.
Und alles in der Spalte hier P2, aber das siehst du gleich. Und nun muss ich Gauss-Verfahren anwenden. Das habe ich ja schon oft genug erklärt. Ich mache immer alles unten links unten zu 0. In dem Fall das hier. Gut, was mache ich jetzt halt? Ich sage hier einen Befehl an und sage, okay, römisch 2, dich kleiner Schlingel, weil du bist ja römisch 1, du bist römisch 2 aktuell. Römisch 2 nehme ich mal 3 und rechne es von römisch 1 ab. Das ist halt ein bisschen Übung, das erkläre ich aber im Gauss-Verfahren wieder sehr ausführlich. Und dann mache ich das Ganze. Bei römisch 1 mache ich nichts, das lasse ich unverändert, also steht dann da 3, 4, auch der Strich 110. 1, dafür das, 1 mal 3 minus römisch 1, die Zahl da oben ist 3, also kommt raus 0. Ne? 1 mal 3 ist 3, minus 3 ist 0. 2 mal 3 ist 6 und 6 minus 4 ergibt 2. Und dann mache ich 50 mal 3 ist 150 minus 110 bedeutet, da kommt 40 raus. Und nun kann ich dadurch, weil ich das Gauss-Verfahren sauber runtergemacht habe, kann ich jetzt halt hier mein P2 zum Beispiel berechnen, weil das repräsentiert ja gerade P1, das repräsentiert P2. Das heißt, ich kann aus dem hier, aus meinem römisch 2, kann ich jetzt ein Gleichungssystem bilden. Das bedeutet, das mache ich jetzt mal hier hin. 0 P1, also 0 mal P1, das fällt raus, aber ich mache es dir formal halber hin, plus 2, das ist diese 2 hier. Und dahinter steht dann logischerweise hier P2. Und das Ganze muss ja eben, dieser Strich ist für mich ein Ist-Gleich. Und die 40 ist eine normale Zahl. Also steht dann noch da 2P2 ist gleich 40. Dann mache ich geteilt durch 2, weil ich die 2 und die P2 trennen möchte. Ich möchte nur noch P2 herausfinden. Und dann, wie trenne ich das mit geteilt durch? Weil zwischen der 2 und dem P2 steht ein Mal. Das Gegenteil ist ja geteilt durch, also steht da P2 ist gleich 20. Und nun weiß ich, das erste Produkt, ich muss 20 P2 produzieren. Und nun möchte ich noch P1, also gehe ich in das Gleichungssystem hier oben rein. Das suche ich mir jetzt raus, ich mache mal Sternchen und mache hier unten weiter. Also Sternchen bedeutet 3 P1 plus 4, eigentlich P2, aber P2 habe ich ja schon, das habe ich ja hier. P2 ist ja 20, aber hinter der 4 steht ja P2, also nehme ich stattdessen mal 20, weil die habe ich gerade ermittelt, ist gleich 110. Rechne ich das sauber zusammen. 3 P1 plus 4 mal 20 ist 80, ist gleich 110. Dann hole ich die 80 rüber mit minus 80. Wunderbar. Dann habe ich hier stehen 3P1 ist gleich 30. Dann mache ich die 3 hole ich noch rüber mit geteilt durch 3. Und dann steht da P1 ist gleich 10. Und das war meine Mission. Das heißt, durch dieses Gleichungssystem, durch das ganze Verfahren, was ich gerade gemacht habe, habe ich jetzt diesen Vektor hier. Die Anzahl an Primärbedarf. Also was ich produzieren kann aus meinen Zwischenprodukten, bedeutet P-2 kreuz 1 ist gleich. P1 kriege ich ja 10 und P1 ist in der ersten Zeile wichtig, weil hier ist ja auch P1 in der ersten Spalte, darum ist es jetzt hier in der ersten Zeile. Dann ist P2 in der zweiten Spalte hier, also es ist hier in der zweiten Zeile, bedeutet da kommt die 20 hin. Hättest du ein drittes Produkt, wäre es dritte Spalte, wäre es dann auch hier in der dritten Zeile. Und das bedeutet, ich kriege aus 110 Holzbeinen, also Z1, und 50 Holzplatten, also Z2, wenn ich die komplett verbrauchen möchte, bei dem Produktionsprozess, wie viele für was benötigt werden, kriege ich raus 10 Stühle, also P1, und 20 Tische, also P2. Also kurz und knackig, was ist zu beachten? Frag dich immer eins, wenn du einen Produktionsprozess hast und du hast dir aus dem Gozintografen oder aus der Aufgabe, aus der Textaufgabe schon deine Produktionsmatrix gebildet, dann fragst du dich, okay, was ist denn gesucht? Habe ich jetzt in dem Fall die Zwischenprodukte? Ist es ja das hintere hier. Und es ist ja standardmäßig Produktionsmatrix mal
das dem Vektor, der auch die Spalte hier präsentiert übrigens, oder halt jetzt hier sauber gesagt den Endproduktvektor, muss den Zwischenproduktvektor geben. Was ist gesucht? Ich suche gerade die Anzahl an Endprodukten bzw. den Primärbedarf oder den Endproduktvektor. Darum habe ich jetzt die Variante 1 ist. Ich mache einfach Folgendes. Ich schreibe mir auf, das habe ich, aha, also das ist gesucht. Also kann ich davon die Inverse bilden, rip, multipliziere einfach die Inverse mal das hier, davon die Inverse mal das. Dann hätte ich das hier, oder ich sage einfach direkt quick and dirty, so wie ich es mag. Ja, meine Produktionsmatrix und jetzt setze es in Gauss-Verfahren ein oder mache eben einfach nur ein Gleichungssystem draus, ist gleich das meine Anzahl an Zwischenprodukten, also diesen Vektor. Dann kann ich das einfach runterrechnen. Das ist einfach ein Trick, kannst du dir merken. Oder merk dir doch einfach, alles klar, wird hier die Elemente aus der Zeile angegeben, also was die Zeile hier präsentiert. Wenn das angegeben ist und ich habe diese Matrix hier gegeben, ja, dann setzt einfach diese Matrix mit dem Vektor-Gauss-Verfahren gleich fertig. Und dadurch kriegst du dann logischerweise das, was hier in der Spalte steht, raus. Gut, ich blende dir jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe ein. Probier es selbstständig. Halt das Video an. Lösung kommt jetzt. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist so ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.